Jeder Holzhandwerker wird mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, Schraubzwingen sind ziemlich praktisch. Und jetzt habe ich hier zunächst mal zwei Probleme. Zuallererst lagere ich, seitdem ich hier in diese Werkstatt gezogen bin, meine Schraubzwingen hier an diesem Stahlträger. Das heißt, die hängen irgendwie hier so drin. Manchmal fällt da noch eine raus, wenn ich hier unten eine andere reinpacke. Und dann sind ja auch leider ein paar Schraubzwingen dabei, die einfach nicht mehr so gut sind. Von dieser Lagermöglichkeit da oben mal ganz abgesehen, mich wundert es echt, dass mir da noch keine Schraubzwinge auf den Kopf gefallen ist. Damit dieses Problem jetzt endlich mal behoben ist und das für die nächsten Jahrzehnte einheitlich umgesetzt ist, habe ich hier ein paar Schraubzwingen. Hier habe ich noch ein paar Schraubzwingen. Ich habe mich für das heutige Projekt für Wolfkraft-Schraubzwingen entschieden, weil die halt einfach ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und dazu haben die eine riesige Auswahl an Schraubzwingen. Dazu übrigens auch gleich noch weitere Informationen. Die sind einfach super gut aufgebaut. Der Drehgriff läuft einfach gut. Dazu hat man hier richtig guten Grip. Und unterm Strich funktionieren sie einfach. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Genau aus dem Grund habe ich mich auch dazu entschieden, vor mehreren Monaten diese Wolfkraft-Schraubzwingen für meinen Schweißtisch zu benutzen. Die Entscheidung fiel mir damals wirklich nicht leicht, denn wenn ich sie einmal umgebaut habe für einen Schweißtisch, kann ich sie natürlich nicht mehr für meine Holzarbeiten nutzen. Hier siehst du sie. Die kann ich in das Lochraster stecken und kann halt eben somit etwas festspannen, wenn ich was schweiße. Ich fand es auch sehr, sehr schwierig, die richtigen Schraubzwingen für meine Werkstatt auszusuchen, weil es halt eben so viele verschiedene Größen gibt. Deswegen habe ich mir was Praktisches überlegt. Das werde ich dir gleich im Video noch zeigen, damit du besser entscheiden kannst, welche Größe für dich besser geeignet ist. Und dazu wirst du dann zu jeder einzelnen Schraubzwinge den passenden Link finden, sodass du nicht irgendwie messen musst, okay, die ist jetzt so lang im Vergleich zu der. Das will ich dir ein bisschen vereinfachen. Deswegen habe ich alle Sorten einmal hier liegen und kann dir das gleich im Vergleich besser zeigen. Ich werde übrigens gleich noch meine Lieblingsgröße an Schraubzwinge zeigen, aber sind wir mal ehrlich, das heutige Projekt soll mindestens für die nächsten 10 Jahre halten. Das bedeutet, die Schraubzwingen müssen, was die Menge und die Größe angeht, für die nächsten 10 Jahre an Projekten ausreichen. Deswegen reichen diese Schraubzwingen noch nicht und ich werde mal noch ein paar nehmen. Alter, das ist richtig schwer. Hoppla. Hier seht ihr noch ein paar Schraubzwingen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie groß ich das komplette Teil bauen muss, damit auch alles drauf passt. Und damit darf ich euch auch an dieser Stelle wieder herzlich willkommen heißen zu diesem neuen Video. Tatsächlich war es viel mehr Arbeit als gedacht, diese ganzen Schraubzwingen auseinanderzupacken, weil es halt einfach so viele sind. Dem aufmerksamen Zuschauer wird hier wahrscheinlich ziemlich schnell auffallen, dass ich hier verzinktes Material zuschneide. Das liegt einfach nur daran, dass ich dieses Material noch hatte und ich nicht mehr genügend Schwarzstahl hätte, um dieses Projekt halt eben bauen zu können. Diese ganzen Schweißstellen habe ich einfach großzügig runtergeschliffen, damit ich halt eben beim Schweißen nicht das verzinkte Material halt eben erhitze und das halt eben freisetze. Das funktioniert zugegebenermaßen nicht hundertprozentig gut. Eine Rauchabsaugung wäre auch eigentlich vonnöten. Habe ich leider noch nicht, aber was noch nicht ist, kann natürlich noch werden. Ich werde euch gleich was dazu sagen, warum ich doch jetzt nach dieser Baureihe vorgehe und alles so in den Arbeitsschritten herstelle. Aber als erstes will ich euch jetzt einen kleinen Tipp geben, wie ihr hier solche Querstreben ganz einfach ausmessen könnt und halt auch eben ganz einfach reinschweißen könnt. Oben das Mittelteil hat 5 Grad. Das habe ich auch nicht verstellt und anschließend kann ich halt einfach ein Stück hier unten ranhalten, kann man das Ganze hier markieren und kann es halt danach auf die passende Länge zuschneiden. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn man eine dritte Hand hat, aber die kann man natürlich auch ganz einfach selbst machen, indem man sich einfach hier so ein Stück Flachstahl nimmt, das Ganze anschließend hiermit verspannt. Das Ganze liegt jetzt hier an und ich kann es ganz einfach verschweißen.
Ich muss gleich ziemlich viele Gewinde schneiden, weil das Ganze soll natürlich auch mobil sein, damit ich es bestmöglich in meiner Werkstatt einsetzen kann. Und dafür habe ich auch in diesem Fall mal die Drehzahl an meiner Säulenbohrmaschine verändert, damit ich diese kleinen Löcher halt eben einfach viel besser bohren kann. Ihr seid vielleicht noch auf der Suche nach dem passenden Material für eure nächsten Schweißprojekte. Da kann ich euch, was Flachstahl angeht, auf jeden Fall 5er Material empfehlen, also 5 mm stark. Und die Breite sollte auf jeden Fall einmal 60 mm und einmal 120 mm sein. Damit könnt ihr schon richtig, richtig viel anfangen. Und tatsächlich reicht das auch bei mir bei den meisten Projekten schon aus, was Flachstahl natürlich angeht. Die erste Reihe Schraubzwinge sitzt jetzt schon mal hier in unserem schönen Gestell. Und als nächstes können wir weitermachen, die nächste Reihe halt eben hier auch fertig machen zu können. Das bedeutet, hier kann jetzt noch eine Strebe weiter unten reingeschweißt werden. Diese ganze Distanzierungsarbeit war tatsächlich ziemlich viel Arbeit. Nicht die Arbeit, die du jetzt siehst, sondern die vorherige Planung nämlich. Ich musste nämlich vorher ganz, ganz genau schauen, dass die Schraubzwingen auch ideal auf dieses Gestell passen. Das heißt, es sollte natürlich nicht zu groß sein und es darf natürlich auch nicht zu klein sein, damit alle Schraubzwingen in dieses Gestell reinpassen. Ich werde jetzt alle Schraubzwingen wieder rausnehmen und dann schweißen wir das Ganze fertig und dann wird es auch noch lackiert. Und wie das Ganze fertig aussieht, werde ich euch am Schluss zeigen. Und da gibt es ja auch noch die Information, welche Schraubzwingengröße es denn da überhaupt so gibt. Und damit ihr das mal im Vergleich dann auch alles seht. Während der Lack im Hintergrund trocknen kann, werde ich euch jetzt mal die verschiedenen Schraubzwingen zeigen. Warum mache ich das? Zum einen Punkt, dass ihr mal den Unterschied seht, was die Größe ausmacht, was vielleicht die Ausladung ausmacht und vielleicht so ein paar Kleinigkeiten. Und als nächsten Punkt will ich euch hier einfach so eine Hilfestellung geben, damit ihr einmal seht, okay, wie sehen denn die ganzen verschiedenen Schraubzwingen aus? Denn als ich die ausgewählt habe für meinen Zwingenwagen, wusste ich gar nicht genau. Und das war tatsächlich schwieriger als gedacht, weil so eine Schraubzwinge, ob sie jetzt so groß ist oder so groß, sieht auf so einem Produktbild eigentlich ziemlich gleich aus. Deswegen werden wir jetzt von links nach rechts in drei Blöcken, und zwar sind das nämlich hier die kleinen, die mittleren, die ich am meisten benutze, und die großen, schweren Schraubzwingen. Da werde ich euch jetzt von links nach rechts einmal alle zeigen. Denn es gibt, wie gesagt, hier zwei Schraubzwingen, die sind eigentlich gleich groß, aber die haben einen Unterschied, werdet ihr jetzt sehen, und ihr werdet dann, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung alles von links nach rechts verlinkt finden. Hier sehen wir jetzt einmal die ganz kleinen Schraubzwingen. Da gibt es drei verschiedene Größen. Die sind alle eigentlich ziemlich gleich aufgebaut. Nur dass die hier halt eben kleiner ist als die und die ist kleiner als die. Das war es tatsächlich schon. Die habe ich an meinem Zwingenwagen gar nicht verbaut, weil die für meine Arbeit ein bisschen zu schwach sind. Sind trotzdem vielleicht für den einen oder anderen praktisch, je nachdem, was man halt eben vorhat. So viel aber mal dazu. Hier sehen wir jetzt so die verschiedenen Schraubzwingen, die ich auch wirklich aktiv bei vielen Projekten benutze. Und hier diese Größe ist tatsächlich die, die ich am meisten benutze. Das ist die kleinste von denen jetzt hier. Aber das ist auch so die, die ich, wie gesagt, einfach am meisten benutze, weil meistens spannt man irgendwo ein Klötzchen zusammen und dafür ist die halt eben richtig gut. Ihr seht jetzt hier, diese beiden Schraubzwingen sehen relativ gleich aus, sind aber ein bisschen unterschiedlich. Worin unterscheiden sich diese beiden Schraubzwingen? Wir sehen hier zunächst mal diesen gummierten Griff. An dieser Schraubzwinge ist dieser gummierte Griff nicht, der ist hier ein bisschen glatter. Den hier finde ich tatsächlich besser, andere Schraubzwingen haben den Griff halt eben auch, werde ich euch aber gleich auch nochmal zeigen. Diese Schraubzwinge hier hat halt eben noch das Feature, dass man die aufstellen kann. Ich persönlich benutze das nicht ganz so oft, aber manchmal ist es halt eben ganz praktisch, wenn man vielleicht zu zweit arbeitet, dass man die halt eben so hinlegt und man kann das zu zweit festhalten und kann es dann halt eben zusammenspannen. Das ist so der Unterschied, der direkt auffällt. Jetzt würde ich sagen, dass das Teil hier ein bisschen massiver gebaut ist wie hier. Wobei so, was die Spannkraft angeht, was die Schraubzwingen hier aufbringen können, da gehe ich nicht so genau drauf ein, weil die hier wird mir auch bei allen zukünftigen Projekten mehr als genug Spannkraft bringen. Wenn ich viel Spannkraft brauche, nehme ich nämlich sowieso eine andere Schraubzwinge. Also das hier ist erstmal die Schraubzwinge Nummer 1 und die Nummer 2. Die sind von der Größe her gleich, was man spannen kann, aber der Griff ist anders und hier der Rücken ist ein bisschen anders. Als nächste Schraubzwinge ist es diese hier. Die ist einfach ein bisschen größer als diese hier. Und das ist so der einzige Unterschied. Wenn man halt eben einfach was Größeres spannen muss, dann ist das hier halt eben ganz praktisch. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Schraubzwinge. Die ist einfach nochmal ein bisschen größer. Wie gesagt, alles ist gleich bei diesen dreien.
nur halt eben die Spannlänge ist ein bisschen unterschiedlich. Das bedeutet, diese drei Schraubzwingen werde ich in Zukunft am meisten benutzen. Jetzt gibt es aber nochmal die Eigenheit zwischen der Schraubzwinge und der Schraubzwinge, werde ich euch auch nochmal ein bisschen genauer zeigen. Die Schraubzwinge ist ähnlich wie bei den ersten beiden Schraubzwingen, ähnlich zu dieser Schraubzwinge. Nur hier haben wir wieder den gleichen Fall. Wir haben die gleiche Spannlänge. Wir haben hier einen anderen Griff. Der ist gummiert, der ist hier nicht gummiert. Und wir haben hier halt eben die Stellhilfe, dass wir die halt eben aufstellen können. Das ist so der einzige Unterschied, weil ich halt eben hier diesen gummierten Griff besser finde. Habe ich von dieser Schraubzwingensorte mehr dabei und nur die, um euch halt eben zu zeigen. Dann kommen wir zur nächsten Schraubzwinge. Das ist die größte von der Stärke, würde ich mal sagen, so was so was die Stabilität angeht, was halt eben hier die Schraubzwinge an sich angeht, ist das hier halt eben die größte. Das bedeutet, die kann man auch aufstellen und mit der kann man einfach längere Dinge spannen, als wie zum Beispiel mit der hier. Nochmal von links nach rechts, das ist die Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und die Nummer 6. So findet ihr die auch in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir in die dritte Klasse, also meine persönlich ernannte Klasse. Und zwar ist das hier diese Variante. Die ist einfach ein bisschen massiver gebaut. Und was hier ganz wichtig ist, ist diese Auskragung. Das bedeutet, damit können wir einfach tiefer spannen als zum Beispiel mit so einer Schraubzwinge. Deswegen ist tatsächlich diese Größe, was die vier Größen angeht, meine Lieblingsgröße, denn meistens, wenn man irgendwie ein Brett wieder richtig zusammendrücken muss und halt richtig Schmackes drauf bringen muss, dann ist hier die Größe richtig gut. Die ist nicht zu schwer, weil es halt eben nicht so einen langen Rücken hat. Und wir kommen damit ziemlich weit ins Material rein und da können wir richtig Pep aufs Holz drauf geben. Und das ist auch tatsächlich genau der Grund, weswegen ich diese Sorte für meinen Schweißtisch umgebaut habe. Ich brauche da nicht so eine große Länge. Ich brauchte aber eben einfach so die Auskragung und halt eben die Kraft, die ich aufbringen möchte. Das ist eine 300er Schraubzwinge übrigens und das ist eine 450er, also sie ist direkt ein Stückchen länger. Und als nächstes kommen wir dann zu einer noch längeren, die sind jetzt alle gleich, außer halt eben die Länge. Und ganz zum Schluss kommt hier die ganz lange Schraubzwinge. Die ist halt eben super, wenn man einen Korpus zusammenpressen will. Meistens braucht man doch tatsächlich nicht so die extreme Spannkraft, weil es meistens ja mit Lamellos oder irgendwie mit Dominos zusammengefügt wird und man so einfach das Ganze zusammenhalten möchte. Also auch nochmal unten im dritten Block verlinkt. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, würde ich euch folgende Schraubzwingen empfehlen. Die ganz kleine Variante, weil die halt einfach handlich ist. Und wenn ihr 10 Stück zum Beispiel an irgendeinem Projekt verspannt, dann ist das Projekt nicht so schwer, dass ihr euch ein kaputtes Kreuz mithebt. Als nächstes würde ich die Variante hier empfehlen. Auch gleich, man kann halt eben einfach ein bisschen länger spannen. Und dann als dritte Variante würde ich eine von den beiden hier empfehlen. Wie gesagt, einfach wegen der großen Ausladung und weil ihr da halt eben richtig Schmackes mit aufs Holz bringen könnt. Wenn ihr halt eben immer ein bisschen länger spannen müsst, dann würde ich halt einfach die Nummer größer holen. Aber mit den drei Sorten dann an Schraubzwingen seid ihr schon mal richtig gut aufgestellt. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob euch dieser kleine Vergleich geholfen hat. Mir persönlich ist es extrem schwer nämlich gefallen, wirklich auszuwählen, was jetzt für die nächsten Jahre wirklich hier in der Werkstatt benutzt werden soll, weil es halt eben so viele verschiedene Größen gibt. Also an dem Projekt hat es tatsächlich am längsten gedauert, die passenden Schraubzwingen auszuwählen. Das ist meine Werkstatt aber langsam wirklich viel zu klein. Das Schraubzwingenregal ist somit offiziell fertig und es war definitiv keine falsche Entscheidung, alles aus Metall zu bauen. Wenn es ein paar weniger Schraubzwingen gewesen wären, zum Beispiel nur hier so diese kleineren und ein paar weniger, dann wäre Holz auf jeden Fall eine richtig gute Wahl. Aber in dem Fall, gerade weil hier auch die ganz großen dann drin lagern, dann war Metall dann doch ein bisschen stabiler. Und da muss ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken machen, dass da irgendwie mal was durchbiegt oder dass irgendwas aufgehen könnte. Schau gerne mal in die Videobeschreibung, da findest du wie gesagt die Links zu den Schraubzwingen und mir war es wie gesagt sehr, sehr wichtig, dass ich mal von links nach rechts alles zeige, worin so die Unterschiede bei den Schraubzwingen im Groben halt eben sind. Also das hier ist jetzt schon ein Augenschmaus, oder? Ich hoffe, dass ich nie mehr sagen muss, ich habe so wenig Schraubzwingen. Wenn das jetzt noch passiert, dann zweifle ich selbst ein bisschen an mir. Das soll es für heute gewesen sein. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos.
Schau da auch sehr, sehr gerne mal vorbei und wenn du Bock hast, kannst du gerne ein Abo hier lassen, damit ich euch bald auch ein paar Projekten zeigen kann, wie ich die Schraubzwinge natürlich benutze. Ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man Werkzeug auch benutzt und es nicht nur schön aussieht, wenn es in irgendeinem Regal in der Werkstatt rumsteht. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.